Herzlich willkommen zum heutigen Video. Thema heute ist Texas Rig Montage, eine Montage, die ich gerne zum Barscheangeln verwende oder auch zum Zanderangeln. Der eine oder andere Hecht wird wahrscheinlich auch darauf einsteigen, je nach Ködergröße. Ist vielleicht jetzt auch in der Videobeschreibung ein bisschen falsch dargestellt, weil back to the basics, ja, es ist eine Basic-Montage, es ist eine Finesse-Montage. Aber ich lasse das einfach mal unter der Rubrik laufen. Alles, was wir dafür brauchen, haben wir hier auf dem Tisch liegen. Wir brauchen einmal ein Fluorcarbon, ein Bullet Weight, eine Glasperle, ein Haken. Ich nehme immer noch einen Stopper dazu. Und um das Ganze an die Hauptschnur zu montieren, nehme ich einen Wirbel. Ihr könnt auch einen Montagering nehmen. Oder ihr macht ganz einfach eine Schlaufenmontage. Gut, beginnen wir einfach mal. Ich lasse mal die Utensilien dort liegen. Wir beginnen einfach damit, unseren Wirbel anzuknoten. Den machen wir ganz einfach mit einem Clinchknoten. Den habe ich euch schon gezeigt. Den umwickeln wir hier 5 bis 6 Mal und dann haben wir unser Wirbel montiert. So, nachdem wir unser Wirbel montiert haben, ganz normal, nehmen wir uns eine Vorfachlänge bzw. eine Montagelänge, so wie ihr sie wünscht. Ich nehme meistens so einen halben Meter, das langt mir vollkommen. Übrigens, ich nehme hier ein Fluorcarbon von Balsa. Das ist ein, warte mal, was ist denn das? 030er, 5,5 Kilo. Oh, kann man schlecht erkennen, weil da genau dieser Streifen drüber ist. Aber mit dem Fluorcarbon fahre ich immer ganz gut. Welche Stärke ihr da nehmt, ist euch überlassen. So, jetzt habe ich hier meinen guten halben Meter, 80 cm Vorfach. Jetzt nehmt ihr das Bullet Weight, das hatte ich euch schon mal gezeigt, das ist so ausgehöhlt, wie eine Patronenhülse sieht das aus. Haben wir es hier unter Wasser? Nein, hier ist es besser. Das steckt ihr mit dem schmäleren Ende Richtung Hauptschnur. Ist ganz einfach, so. Ist ganz einfach, jetzt ist es frei auf der Hauptschnur drauf. Ich habe hier extra schon den Wirbel montiert, dann kann mir das jetzt hier in der Vorschau nicht abhauen. Als nächstes nehmt ihr eure Glasperle. Ich habe auch Kunststoffperlen, mit denen ich angel, aber Glasperlen sind doch besser vom Geräusch. Warum dieses Geräusch, oder das zeige ich euch gleich nochmal. Also es gibt rote Perlen, es gibt grüne Perlen, weiße Perlen, schwarze Perlen. Da ist euch überlassen, was ihr jetzt fischt. In diesem Fall habe ich eine rote Perle. Die ziehe ich auch auf der Hauptschnur auf, beziehungsweise auf der Vorfachschnur, Entschuldigung, so dass sie hier auch frei laufen kann. Ich nehme jetzt noch zusätzlich einen Stopper. Der hat aber auch nur dazu beizutragen, dass ich den so ein bisschen als Knotenschutz nehme. Die Stoppermontage ist ganz einfach, sie sind ja alle so aufgefädelt, die haben alle so Ösen, so Öhre. Dort stecke ich meine Schnur durch. Ich suche mir irgendeinen aus, der schön ist. So. Und wenn ich das so gemacht habe, könnt ihr das sehen, dann ziehe ich mir einfach meinen Stopper auf die Schnur und ziehe ihn ganz durch und dann habe ich ihn auf meiner Vorfachschnur. Seht ihr? So. Jetzt habe ich hier meinen Stopper. Augenblick. Hier mein Stopper. Ich habe meine Glasperle und mein Bullet Weight. Könnt ihr das sehen? Ja, jetzt. Da war es gerade. Augenblick, ich halte es nochmal still. So, zu guter Letzt montieren wir uns
den Haken. Ich habe hier jetzt einen White Gap Haken. Dort könnt ihr dann euren Wurm, Gummifisch, Creature Bait, egal was ihr wollt, aufhebeln. So, dann nehmen wir uns das letzte Ende. Dort machen wir auch wieder einen ganz normalen Clinchknoten oder einen Knoten eurer Wahl. Augenblick. So, das ist auch euch überlassen, was ihr da nehmt, ob ihr jetzt den einfachen Clinchknoten oder den verbesserten Clinchknoten macht, das ist ganz euch überlassen. So, nachdem wir dann unseren Haken befestigt haben, ich zeige es euch nochmal, kein Hexenwerk, wirklich nicht, ziehe ich mir meinen Gummistopper bis vor dem Knoten. Dann sieht das Ganze so aus. Und auf der anderen Seite, oder dann folgt, ups, da ist ein bisschen lang, so. Und so ist das fertige Texas Rig. Ihr seht, Stopper, Haken, Perle. Und jetzt montiert ihr euren Gummiköder, schmeißt ihn aus und zur Köderführung, ihr zieht immer an der Rutenspitze oder über die Rutenspitze und dadurch gibt es immer diesen, hupsala, dadurch gibt es immer diesen Knall auf der Glasperle beim Anziehen. Das soll einen zusätzlichen Reiz dem Fisch gegenüber bewirken und auch durch die Farbe der Glasperle auch nochmal einen optischen Reiz. Aber dafür habt ihr auch den Gummiköder. So, das soll es gewesen sein. Das ist mein Texas Rig. Im nächsten Video machen wir nochmal das Carolina Rig. Ist ähnlich im Aufbau. Mit einem Bullet Weight und einer Glasperle oder Kugel, was ihr da wollt. Aber das sehen wir, das gucken wir uns beim nächsten Mal dann an. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt alle gesund. Euer Stefan.